Schlüsselsituation, die wir wieder einmal berücksichtigen müssen. Wie kann Walter? Und trotz alledem sehen wir jetzt, dass Ricardo Walter mit braucht Walter, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, um diesen Schnittgehalt wirklich einschätzen zu können. Geht also 9-7 in Vorsprung. Beschleunigung vom Topspin sieht auch gut aus. Es scheint dann eher wirklich um so Ausfallschritte der Beine. Er spielt das, was wirklich schwer ist, wenn man sich nicht gut bewegen kann. Da wieder den Wechsel in die Vorhand. Seltzer Skropoulos schon gewonnen und es sieht danach aus, dass Schwalberg-Neustadt vielleicht auch mit 2-0 im Abschlussdoppel in Führung geht. Jetzt aber zurück wieder in den Arak Center Court, dass Walter doch schon wirklich kämpfen muss. Da ist das 2-0. Da ging es selten in die Verlängerung, beziehungsweise das Tempo übernehmen kann. Aber wir sehen es, dass dann doch die Körperposition das nicht hergibt. Aber umso schöner eigentlich, dass Ricardo versucht, da das Spiel zu... wirklich noch mal einen Gang drauflegen mit der Vorhand. Wieder haben wir diese verrückte Situation, dass der Abwehrer schmettern muss. Und wir sehen das, das kennt der gar nicht. Und da fängt er selber an zu lachen. Weil er weiß, dass das mal was ganz Neues ist für ihn. Ein kleiner Spaß. Einmal im Olympischen. War es Olympia? Ich weiß es nicht. Michael Mace hat es mal gegen Hao Shuai gespielt.